In Sachen Anime kenne ich mich ungefähr so gut aus wie Donald Trump mit Krisenmanagement, aber trotzdem muss das ein oder andere Stück in meine Sammlung. Und apropos das eine Stück, One Piece ist definitiv keine Beschreibung von meiner Liebe für Schokolade, da bleibt selten bei einem, aber mit One Piece Stampede ist jetzt der 13. Film aus dem One Piece Universum erschienen und es ist auch so ziemlich das einzige, was ich vor diesem Video recherchiert habe, aber ich habe jetzt tatsächlich bereits einmal einen Berührungspunkt mit One Piece gehabt. Das war das PlayStation VR-Spiel, das ich kurz ausprobiert habe und wo meine Erfahrung mit den verschiedenen Charakteren, mit den verschiedenen Stories ungefähr so war. What? Wer ist... Was? Was ist das? Hä? Was? Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, diese Erfahrung dann vielleicht auch einmal in animierter Zeichentrickform zu machen. Vor allem, wenn es das britische Label, das diesen Film veröffentlicht hat, mir ehrlich gesagt recht leicht gemacht hat, zuzuschlagen. Ich muss ja sagen, ich habe mir da in einem Aufwasch gleich einmal drei Titel gegönnt, nämlich neben One Piece Stampede auch Samurai Champloo bzw. Berserk, zwei andere relativ bekannte Anime-Serien, die mich einfach eben in England angelacht haben, weil sie im limitierten Steelbook erschienen sind. Aber mittlerweile weiß ich ja, wer mich kennt, weiß persönlich, sind für mich Digipack eine wesentlich coolere Verpackung als Steelbooks und es gäbe ja eben von Samurai Champloo und Berserk auch Digipacks, die ausverkauft sind, teilweise. Und A One Piece Stampede wäre auch im deutschsprachigen Raum im Steelbook erschienen, ist dort allerdings bereits ausverkauft, sonst hätte ich meine Bestellung noch dahingehend geändert. So bleibe ich jetzt in diesem Fall aber halt eben bei der britischen Steelbook-Auflage von Manga Entertainment, die hier in einem typischen Quarterslip daherkommt. Auf dem Backcover bekommen wir eben die Info, dass es sich um ein DVD plus Blu-ray Combo Feature handelt. Es gibt eine kurze Inhaltsangabe zum Special, natürlich eben produziert von Funimation, wieder der englische Dub. Es gibt nämlich auf der britischen Blu-ray eben neben dem japanischen Originalton glücklicherweise auch eine englische Dub. Und ich weiß, echte Anime-Fans würden mich jetzt steinigen, aber ich persönlich bin kein großer Fan von Original mit Untertiteln. Ich hätte da schon eben gerne eine Synchro. Wir bekommen auf jeden Fall auf dem Steelbook ein ziemlich cooles Cover-Artwork. Ihr müsst auf jeden Fall an der Stelle entschuldigen, dass ich keinen einzigen dieser Charaktere beim Namen nennen kann, aber wir bekommen ein Cover-Artwork, das grundsätzlich einfach Full-Gloss-Finish bietet, dafür aber bei einzelnen Details relativ nett mit dem metallischen Steelbook-Effekt arbeitet. Dabei handelt es sich um alle Elemente, die eben auch tatsächlich aus Metall sind. Ihr müsst ganz genau hinschauen im Video, weil es sind nicht wahnsinnig viele. Es handelt sich dabei nämlich grundsätzlich einerseits eben um das Schwert. Es handelt sich hier um die Knöpfe auf der Jacke, beziehungsweise eben auch hier Teile der Waffe. Da hat man eben beim Label wirklich sehr, sehr genau gearbeitet mit diesem metallischen Steelbook-Effekt. Nützt sie sehr, sehr effektiv aus, aber halt eben dafür nur bei einer kleinen Fläche. Auch ganz oben im Hintergrund kommt der Metallic-Effekt leicht zur Geltung, sieht aber eben gerade deswegen meiner Meinung nach sehr gut aus, obwohl ich persönlich eben kein Fan von diesen Full-Gloss-Finish-Steelbook-Teilen bin. Auch auf dem Backcover gibt es etliche Charaktere zu bestaunen. Dasselbe Spiel quasi noch einmal auch hier bei einzelnen Elementen eben ganz schön deutlich zu sehen, wie hier der metallische Steelbook-Effekt nur wirklich partiell zum Einsatz kommt. Da hat man sich eben bei der Gestaltung des Steelbooks wirklich wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Und außerdem, und das kommt wirklich noch dazu, ein wundervolles durchgehendes Design eben geschaffen, das mit den beiden Charakterbildern vorne und hinten und dem Übergang über den Spine ein wirklich aufgeklappt, schönes, einheitliches, durchgehendes Bild erlaubt. Das ist wirklich cool gelungen. Drinnen warten dann eben zwei Trays, auf der linken Seite bei mir standardmäßig die Blu-ray, leider nicht besonders aufregend gedruckt, und auf der anderen Seite die DVD, die sich auch irgendeine Tröpfcheninfektion eingefangen hat. Aber das Innendesign ist dafür jetzt nicht sonderlich toll überlegt. Da bekommen wir auf der rechten Seite lediglich den Filmtitel, auf der linken Seite lediglich ein Logo, und das Ganze auch jetzt nicht sonderlich spannend mit irgendwelchen Partial Gloss Effekten oder sonstigen Sachen. Da hat man wirklich offensichtlich nicht mehr wahnsinnig viel Zeit gehabt, bevor man das Teil ab
abgeben musste und hat einfach einmal schnell was zusammenbudert, wie man auf gut Wienerisch sagt. Das ist im Endeffekt meiner Meinung nach ein relativ durchschnittliches Steelbook. Das Außenartwork gefällt mir relativ gut. Innen hätte es wahnsinnig viel mehr Arbeit vertragen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist eigentlich ganz okay.